Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Warum bin ich alleine? Viele von euch stellt diese Frage. Warum bin ich alleine? Und das ist dieses Legesystem. Dieses Legesystem, warum bin ich alleine, wurde von mir entwickelt. Und hier beantworte ich durch diese Legung die Frage, warum seid ihr alleine? Das ist eine allgemeine Legung. Aber ich gehe davon aus, dass die diese Aufnahme anschauen, spricht das auch an. Nicht umsonst habt ihr diese Aufnahme ausgewählt. Es gibt keine Zufälle. Ihr könnt diese Legung, warum bin ich alleine, jederzeit buchen. Es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Bei diesen Videoberatungen bekommt ihr einen persönlichen medialen Botschaft, eine Antwort auf die Frage, warum bin ich alleine, und bekommt ihr einen medialen Namen. Und ich schaue das auch astrologisch an und sage ich auch den Zeitpunkt, wann habt ihr Chancen. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, warum bin ich alleine, 25 Euro. Ihr könnt diese Legung selbstverständlich auch telefonisch über die Hotline, das ist meine eigene Hotline, auch wünschen. Dann lege ich das aus. Zu dieser Idee kam ich heute, weil es gab auch Anrufe, wo könnte es mit dieser Legung machen? Über Telefon natürlich geht das auch. Wenn das schnell gehen soll, könnt ihr auch in mein Hotline anrufen. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Warum bin ich alleine? Eure jetzige momentane Situation ist hier, zeigt dieses Bild an. Ihr wiegt etwas ab. Oder ihr seid gerade dabei, das innere Gleichgewicht zu finden. Euch beschäftigt auch die Vergangenheit, auch die Gegenwart, aber auch die Zukunft. Ihr achtet auch auf die Phasen, die Lebensrhythmus oder auf die Mondphasen. Immerhin ist es eine Mondgöttin im Bild. Also das ist auch ein wichtiges Thema, die Spiritualität. Jetzt schauen wir an die Vergangenheit. Was war in Vergangenheit? Und das zeigt hier diese Karte an. Natürlich, die Münzen geben einen Hinweis, ihr habt diese Sicherheit, Stabilität auch in Vergangenheit gebraucht, war auch wichtig. Und ihr wart oft bei solchem Scheideweg, wo ihr wichtige Entscheidungen getroffen habt, welche Richtung soll das gehen. Entweder habt ihr die richtige Entscheidung getroffen oder falsche Entscheidung. Ihr könnt zurückschauen in die Vergangenheit und das verinnerlichen, woran lag das, warum seid ihr noch alleine. Was kommt in Zukunft? Das zeigt diese Karte an. Bleibt ihr im Vertrauen, weil das Licht umhüllt euch. Und es kommt auch in Bewegung, das bestrahlt euch. Natürlich bedeutet das auch die Ausstrahlung, also nicht nur das Licht in außen suchen, sondern auch das innere Licht in euren Inneren und achtet auf euren Ausstrahlung, weil das ist sehr wichtig. Und das entsteht von unserem Inneren aus Denken und Fühlen, immer positiv denken, immer angstfrei leben, ohne Schuldgefühl, ohne Zweifel. Automatisch ändert sich die Energiefeld und seid ihr dann auch im Licht, weil ihr strahlt es auch aus.
Und dieses Energiefeld hat eine wichtige Funktion, das ist die Anziehungskraft. Dann geht das alles mit Leichtigkeit und auch spielerisch, weil ihr empfangt diese Liebe. Daran liegt eure Zukunft, wenn ihr das beherrscht, die Vertrauen zu bleiben, auch in dieser göttlichen Energie und auch dem inneren Licht auch darauf achten, welche Ausstrahlung ihr habt. Was hindert euch dabei, jemand zu begegnen, wenn ihr zu isoliert seid? Wenn ihr sehr zurückgezogen seid, dann ist das ein Hindernis. Welche Chancen habt ihr? Das zeigt hier diese Karte. Etwas unter dem Lupe zu nehmen. Vielleicht ist dieser Mann schon jetzt da, aber ihr habt das noch gar nicht wahrgenommen. Also hier ist eine Lupe, wo man genau anschauen soll, die Gegenwart, weil bei vielen von euch hat dieser Herzensmann schon begegnet und genau in diese Richtung sollt ihr schauen. Weil hier auch schriftliche Sachen und auch die Münzen erscheinen, die anderen Möglichkeit wäre, in einer Schulung oder im beruflichen Umfeld jemand begegnen, das sind die Chancen. Das kann natürlich auch sein Beruf sein. Wo liegt eure Stärke? Was gibt euch Kraft? Das ist ein Plan. Macht ihr einen Plan über euren Leben? Das muss nicht große Schritte sein, sondern kleine Schritte, kleinere Ziele setzen. Und das ist auch wichtig, weil das gibt auch Erfolg, Erlebnis, das stärkt euch auch. Aber das Bild zeigt auch die künstlerischen Talente. Das natürlich gibt auch die Kraft. Warum seid ihr alleine? Beantwortet diese Karte, diese Stille, diese Zurückgezogenheit, das hindert euch. Die beiden Karten haben Ähnlichkeit. Das sind die Hindernisse, das ist die Antwort auf euren Fragen, weil ihr seid zu passiv oder zurückgezogen oder ihr traut etwas nicht zu. Was könnt ihr verändern? Etwas in Bewegung setzen, rausgehen, die Einladungen wahrnehmen. Und in dem Moment habt ihr schon die Chance, jemanden kennenlernen. Wann? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Wann kommt es? In den nächsten Tagen oder in den nächsten Monaten? Vielleicht in Jahren? Das natürlich ist nicht so erfreulich. Jetzt beantworte ich die große Frage, wann kommt dieser Mann? Zeigt diese Karte an. Es ist schon da. Es ist schon da. Das ist nur ein Schritt entfernt. Das ist in die Nähe. Und die Zahl 0 ist zwar noch nicht die Verbindung, aber die Zahl 0 ist schon die Gedanken oder die Plan. Wieder steht in Verbindung zu diesem Bild. Etwas unter dem Lupe zu nehmen, weil das kann ein Hinweis sein, der Mann ist eigentlich schon da. Und das war diese Legung, warum bin ich alleine? Ich habe auch nochmal eine Botschaft für euch und das ist 21. Juni 2018, Sommersonnenwende. Und da mache ich ein Wunscherfüllungsritual. Wünscht ihr was? Wünscht Glück in die Liebe. Wenn ihr alleine seid, wünscht es einmal, dass jetzt schon diese Partnerschaft eintrifft, dass ihr Glück habt in die Liebe. Dieses Wunscherfüllungsritual könnt ihr anmelden per E-Mail. Schreibt euren Wünsche auf. Ich beantworte auch diese E-Mails und gebe Hinweise, wann das beginnt und was könnt ihr tun. Und dieses Wunscherfüllungsritual ist kostenlos und fühlt euch nichts verpflichtet, fühlt euch frei. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.